Wir machen das auf Deutsch, ja. Wir sind bei der Friedrich-Naumann-Stiftung in Potsdam auf der Veranstaltung The Future of Money. Wir haben mit uns Professor Guido Hülsmann von der Universität Angers und wollen ihm ein paar Fragen stellen zu The Future of Money. Herr Hülsmann, was ist Geld? Geld ist ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Und wir hören in der Diskussion um die Finanzkrise, ja, dass es so Begriffe gibt wie Fiat Money. Könnten Sie ein paar Worte sagen, was ist Fiat Money und was ist das Besondere daran? Ja, Fiat kommt aus dem Lateinischen. Nicht? Fiat, da heißt solle geschehen. Es bezieht sich also darauf, dass der Staat einfach durch eine Anordnung, durch ein Gesetz, das er erlässt, durch ein Dekret, das er erlässt, ein ökonomisches Gut, also ein wirtschaftliches Gut zum Geld macht. Auf Deutsch könnte man das vielleicht als Zwangsgeld übersetzen, weil es halt eben durch einen staatlichen Zwang halt zum Geld gemacht wird. Und was ist die Besonderheit an diesem Geld oder wo liegt die Gefahr darin, an dieses Zahlungsmittel zu verwenden, was ja üblich ist in praktisch allen entwickelten Volkswirtschaften? Ja, um das zu verstehen, muss man sich erstmal vor Augen führen, welche Geldarten wird denn der Staat typischerweise dann zum Geld machen, wenn er denn nun die freie Wahl hat. Wenn er schon die Wahl hat, dann kann er also entweder das eine oder das andere Gut den Leuten aufzwingen. Dann ist es natürlich aus der Sicht desjenigen, der es produziert, besonders interessant, etwas zu nehmen, was sich billig produzieren lässt und dann zum gleichen Preis verkaufen lässt wie ein anderes Geld, das halt eben teurer zu produzieren ist. Also wird der Staat typischerweise Papiergeld zum Zwangsgeld machen oder elektronisches Geld zum Zwangsgeld machen. Und das haben wir heute in der Tat. Also die Zwangsgeldarten, die Fiat Moneys, die heute verwendet werden, sind entweder Papiergeld und oder elektronisches Geld. Und die sind halt eben deshalb politisch relevant, weil sie halt eine große Produktion ermöglichen. Papiergeld zu produzieren kostet ja praktisch gar nichts. Nicht? Man hat ein bisschen Papier und ein bisschen Tinte und kann damit einen relativ großen Wert erzeugen. Was dem Staat halt eben ermöglicht, sich halt sozusagen eine Einkommensquelle zu verschaffen, die eben praktisch nichts kostet. Und das geht halt eben, die politische Bedeutung liegt dahin, dass das halt eben auf zulasten der Bürger geht. Denn indem man dieses Geld in mehr oder weniger großer Menge herstellt und der Staat bzw. seine Firmen bzw. anderen Institutionen es ausgeben können, erhöhen die Preise, die für alle Güter gezahlt werden, sodass halt die anderen Bürger halt entweder sich diese Güter nicht mehr leisten können oder einfach nur später leisten können. Wenn sich nämlich das Geld dann irgendwann mal im Laufe seiner Ausbreitung in der Wirtschaft auch zu ihnen verbreitet hat und sie dann auch ein höheres Einkommen haben, sich dann auch die höheren Preise wieder leisten können. In der Diskussion um die jetzige Finanzkrise, Bankenkrise, kommt die Forderung ab und zu, dass die Währung nach anderen Kriterien gedeckt werden sollten. Der Goldstandard wird erwähnt. Was ist dazu zu sagen, goldgedeckte Währung, Goldstandard? Die Idee kommt einfach daher, dass man halt sieht, welche Missbrauchsmöglichkeiten es mit ungedecktem Geld gibt, also mit Zwangsgeld gibt, weil der Staat halt eben das in unbegrenzter Menge produzieren kann und sich dadurch sozusagen eine zusätzliche, man spricht ja auch von einer Inflationssteuer. Nicht? Also der Staat, indem er einfach zusätzliches Geld produzieren lässt, bereichert sich nochmal zusätzlich zu den Steuern, die er schon einnimmt, nochmal auf Kosten der Bürger. Und indem man das halt eben wie kann man das also eingrenzen, indem man zum Beispiel halt eine Geldart wählt, die man einfach nicht beliebig produzieren kann. Und das ist halt eben die politische Bedeutung eines Warengeldes wie Gold oder Silber, die halt letzten Endes unter den gleichen Bedingungen produziert werden wie andere Güter auch, nämlich nur nach dem einen Kriterium, ob die Produktion rentabel ist oder nicht. Gut, wir hören in der Diskussion um die politische Lösung der jetzigen Krise auch die Schaffung einer globalen Finanzinstitution, einer globalen Währung. Was sagen Sie dazu? Es kommt halt eben immer wieder darauf an, was für ein Geld das ist, welche Geldart wählt man da nun aus. Wenn es jetzt darum geht, also ein globales Zwangsgeld einzuführen, globales Papiergeld oder elektronisches Geld, das ist nicht unbedingt positiv. Also ich glaube sogar eher sehr negativ aus politischer Sicht, weil man halt, wie gesagt, die Missbrauchsmöglichkeit noch erhöht. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben einen Staat, der seine Bürger halt richtig ausquetscht, nicht, indem er halt richtig viel die Geld produziert und sich dadurch große Einkommen verschafft. Dann gibt es ja immer noch Ausweichmöglichkeiten für die Bürger. Nicht? Die können dann einfach anfangen, ihr Geld in anderen Ländern anzulegen, wo das Geld halt stabiler ist. Oder sie können, wenn man jetzt im Euroland ist, können sie halt anfangen, amerikanische Dollar zu kaufen oder Schweizer Franken und beschützen sich damit dann eben zum Teil noch. Wenn es jetzt aber weltweit nur ein einziges Geld gibt, dann kann man das ja gar nicht mehr machen.
dann gibt es dann nur viel primitivere Möglichkeiten, Zuflucht zu sorgen. Man benutzt halt wirklich wenig Geld überhaupt noch und dann legt man halt, was weiß ich, vielleicht ein paar Goldklunker unter das Kopfkissen und so weiter. Ist also sehr, sehr nachteilig und es erhöht halt eben die Missbrauchsmöglichkeiten. Wir erleben ja gerade eine Finanzkrise, eine globale Finanzkrise und auch Wirtschaftskrise. Die Regierungen der großen Länder sind wie immer auf der Suche nach großen Lösungen, zum Teil globalen Lösungen. Was ist Ihrer Meinung nach die bessere Lösung der jetzigen Finanzkrise? Na, ich denke halt einfach, dass man, wenn man die Leute einfach die freie Wahl lässt, dann gibt es halt eine allgemeine Tendenz, dass sie halt die besten Produkte halt nur verwenden. Wir haben halt die freie Wahl, was Bäckereien anbetrifft. Wir gehen halt zu den besten Bäckereien. Häufig sind das diejenigen, die am nächsten zu uns sind, aber nicht unbedingt. Wenn die anderen so viel besser sind, dann gehen wir halt eben dahin. Wir wählen die besten Autos aus, die wir uns für unser Budget halt kaufen können, die besten Kleider, die besten Urlaubsreisen und so weiter. Das ist halt eben das Prinzip der Konkurrenz. Man hat die freie Wahl und es gibt halt dann so einen Prozess, der dahin führt, dass die besten Produkte ausgewählt werden. Im Geld haben wir es leider nicht. Was eben eine Wurzel unserer gegenwärtigen Probleme ist. Ich denke deshalb, dass es eine der besten Lösungen wäre, einfach den Währungsmarkt zu öffnen und den Leuten die freie Wahl zu geben, welche Währung sie verwenden wollen. Schweizer Franken, Euros, Dollars, Gold, Silber, was sie halt eben wollen. Und dann werden wir schon sehen, welches das beste Geld ist. Wir haben in der jetzigen Diskussion auch oft Vorwürfe gehört, dass die jetzige Krise ein Beweis dafür ist, ein Beleg dafür, dass der Kapitalismus die Probleme nicht lösen kann oder das marktwirtschaftliche System am Ende sei. Was sagen Sie dazu? Das halte ich für unrichtig. Es ist ganz im Gegenteil so, dass die gegenwärtige Krise eine Krise des finanziellen und währungsmäßigen Interventionismus ist. Der Staat hat so lange Jahre schon, also nicht nur ein paar Jahre, sondern wirklich jahrzehntelang massiv in die Finanzmärkte eingegriffen. Er ist dort stark präsent als Regulator, als Kunde und sogar als Anbieter. Es gibt viele staatliche Banken, halbstaatliche Banken. Und dann hat der Staat halt eben ein Währungssystem geschaffen, das vielleicht die Finanzierung des Staates erleichtert oder sicherlich erleichtert, weil es eben leichter ist, sich durch eine größere Geldproduktion halt zu finanzieren, aber das letzten Endes ganz perverse Auswirkungen auf das Marktverhalten der Leute halt hat, indem es sie zu Unverantwortlichkeit ermutigt. Wenn sie halt wissen, da ist eine Zentralbank da, die sie zur Not aus Schwierigkeiten raushaut, dann fangen sie halt an, sich unverantwortlich zu verhalten. Sie nehmen in Kauf risikoreichere Anlagen zu machen. Sie verringern ihre Kassenhaltung, sie verringern ihr Eigenkapital in ihren Anlagen, um halt die Rentabilität ihrer Investitionen zu erhöhen. Und das alles nur, weil letzten Endes der große Bruder Zentralbank hinter ihnen steht, um das alles abzufedern. Das ist letzten Endes pervers. Also es ist besser, die Leute zur Eigenverantwortlichkeit zu zwingen, dann haben wir auch diese Krisen nicht mehr in der Zukunft. Sie haben das ja schon beantwortet, aber jetzt noch mal ganz im Detail. Gegenwärtig hat die Bundesregierung ja beschlossen, die Garantie der Spareinlagen zu erhöhen. Und was ist Ihr Kommentar dazu? Naja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, gewisse Auswüchse dazu verhindern, beziehungsweise negative Auswüchse für die Inhaber von solchen Sparkonten. Auf der anderen Seite ändert man halt eben grundsätzlich nichts daran, dass es starke Anreize zu unverantwortlichem Handeln immer noch besteht. Sparanlagen werden nicht sehr stark verzinst. Also es gibt immer noch weiterhin, solange der Zentralbank ist, gibt es für die Anleger, für die Kunden und für die Finanzintermediäre, also für die Banken, Investitionsfonds und so weiter, gibt es starke Anreize, Anlageklassen zu bevorzugen, die halt eben risikoreich sind, aber eben deshalb auch hohe Renditen erwirtschaften. Und das wird man nicht ändern, solange es halt eben die Zentralbank da ist, die mit einem Papiergeld oder mit einem elektronischen Geld alle zur Not aus der Patsche hauen kann. Vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank, dass Sie hier sind.